Hallo, ich bin Andreas von der Firma Kemper. Heute sind wir mal im Feld und ich will euch heute mal ein paar Tipps geben zu Einstellung und Optimierung der Vorsätze. Hier sind wir jetzt an den Teilerspitzen der Einzugstrommeln von der Großtrommelmaschine 460 Plus. Das ist aber dasselbe wie beim 475 Plus und 490 Plus. Da habe ich das Problem, wenn die Kämme nicht richtig eingestellt sind, so wie jetzt in diesem Fall, ich habe hier viel Luft zwischen der Einzugstrommel und dieser Teilerspitze hier. Und jetzt kann man im Feld mal sehen, wie sich das auswirkt in den Stoppeln. So wie man hier sehen kann, sind die Stoppeln doch relativ hoch und ungleichmäßig abgeschnitten. Und das kommt schon daher von der Einstellung vom Kamm oder von den Teilerspitzen. Die sollte man dann nochmal die Einstellung prüfen. Hier bei diesen Reihen kann ich sehen, wie der Unterschied ist von guten Stoppeln oder ich sag mal guten abgeschnittenen Stoppeln und schlecht abgeschnittenen Stoppeln, die dann so lang und schräg abgeschnitten sind. Wenn dieses Problem vorkommt, was wir hier jetzt haben, dann liegt es oft an der falschen Gangwahl. Die Schnittlänge von dem Häcksler war zu hoch gegenüber die Drehzahl von dem Vorsatz. Und das kann sein, dass mir dann der Gutfluss abreißt und links und rechts bleibt mir das Material auf dem Vorsatz liegen. Wichtig ist halt immer, die Abstufung von Schnittlänge vom Häcksler zum Vorsatzdrehzahl sollte sehr gut abgestimmt sein, dass es ungefähr passt. Also eine kurze Schnittlänge heißt auch eine langsame Drehzahl vom Vorsatz. Eine hohe Schnittlänge, eine schnellere oder höhere Drehzahl vom Vorsatz. So, jetzt hier haben wir das Problem, dass die Schnittlänge zu kurz war und die Drehzahl von dem Vorsatz zu hoch war. Dann habe ich diesen sogenannten Blumenstrauß. Das ist das Problem, dass in den Vorpasswalzen, die sind ganz auseinander und dann bricht mir der Gutstrom in den Vorpasswalzen ab. In beiden Fällen liegt das daran, dass die Abstimmung von Schnittlänge zu Drehzahl Vorsatz nicht passt. Bei diesem Problem, wenn sich außen auf dem Vorderbügel viele Pflanzen sammeln, das kann auch so schlimm werden, bis das außen alle voll liegt, dann ist das Problem, dass ich entweder bei Engsaat, bei sehr hohem Mais, 35er, 50er Reihenabstand, geht der Bügel in die andere Reihe rein und dann sammeln sich hier die Pflanzen. Zur Vermeidung dieses Problems gibt es als Nachrüstung ein Leitrohr, das wir einfach hier außen rausschieben. Man kann die Höhe noch einstellen, man muss ungefähr schauen, wie man sie einstellt, so mittig zwischen diesem Bügel und dieses Rohr einstellen. Die Schraube einziehen und dann streift das Material halt früher ab und kommt nicht hier in die Ecke rein. Wenn wir dieses Problem haben an dem mittleren Vorderbügel, das kommt daher, dass sich die Pflanzen, wenn ich brüchigen Stängel habe, der legt sich von vorne über diesen Vorderbügel und das kann noch viel schlimmer werden, so dass es den Blutfluss behindert. Daher gibt es jetzt einen Nachrissbügel, den ich einfach hier vorne drauf stecke. Den schiebe ich hier drauf, mit zwei Schrauben drin, ziehe an und dadurch wird verhindert, dass Pflanzen von vorne sich auf den Vorderbügel schieben. Wenn ich Probleme habe beim Gutflussabriss an der Seite auf diesem Vorsatz, gibt es zur Nachrüstung diese Verbesserung der Querförderung. Das sind so Bleche, die ich einfach aufschraube an jeder Einzugstrommel links und rechts an den 300 Plus Vorsätzen. Wenn man das Problem hat, dass einem im Feld die komplette Seite stehen bleibt oder nicht mehr anläuft beim Einschalten des Vorsatzes, dann kann das sein, dass das Problem nicht bei den Wasserkupplungen oder in dem Antriebsstangen liegt, sondern bei den Sägerotoren, dass sich irgendwie ein Kolben oder ein Stein irgendwie unglücklich in dem Rotor von unten eingeklemmt hat und das einen Rotor blockiert. Und wenn ein Rotor blockiert, bleibt die komplette Seite stehen und dann denkt man immer, die Anverkupplung ist verraucht oder verbrannt. Deshalb sollte man hingehen, jeden Sägerotor immer im Kurs durchdrehen und ob man wirklich feststellt, die sind alle frei. Dann kann man den Fehler in den Anverkupplungen suchen oder im Antriebsstrang.